dass ich über die Brücke laufen kann. Ich hab ein paar Gummischiebe gefunden. Hier ist ein Schwein auf der Straße. Ja, das habe ich auch schon getroffen. Echt? Wo? Oh, ich habe ein Schwein auf dem Arm. Auf dem Arm? Ja, du kannst er tragen. Ich habe ein Schwein auf dem Arm. Genau. Du nimmst uns vorher auf den Arm. Weil das, wenn Nein, du noch ich habe ein Schwein auf dem Arm. Wenn du aber noch eins hast, Alea, wir ganz brauchen cool. ein Holz. Ein Wulst. Nee, Holz. Ja, aber ich kann es halt nicht mitnehmen, ist mein Problem. Warum nicht? Ja, wie? Du hast es doch auf dem Arm. Ja, aber ich kann es ja nicht in den LKW einladen. Du hast es eh am Arm, du brauchst es doch nicht. Doch, der nimmt's aus, er lässt es ja fallen, sobald ich... Ach so. Ja, dann musst du es doch schlachten. Nein! Das ist doch kein Grund, es zu schlachten. Nee, ich schlachte es jetzt auch nicht. Nee, das finde ich jetzt auch nicht richtig. Ich finde euch. Okay, das gehört Brot, ein gut Schweindel. Lecker. Ja, finde ich auch. Also ja, bei dem roten Wagen fehlt nur noch Sprit und kein Riemen. Ein Riemen, na gut. Einen Riemen. Einen kein Riemen. Einen Riemen. Einen geilen Riemen. Wo sagst du denn? Wo bist du denn? So, also ich bin jetzt in Brightmoor. Ich bin jetzt da, wo eine Spinne hier läuft. Das ist ja wirklich extrem präzise. Ja, finde ich auch. Ich muss erstmal ein Schild finden. Wenn ich ein Schild gefunden habe, nehme ich das mit. Wetten nicht. Auch eine Idee. Jetzt bin ich irgendwo an einem Sumpf. Am Wasser. Max, Alea, was ihr natürlich schon mal machen könntet, wenn ihr ja in der Heimat seid und euch da wieder niedergelassen habt, Pfeil und Bogen bauen für uns alle. Was heißt hier niedergelassen? Spawnpunkt. Ich habe noch nicht einmal ein Bett. Ja. Ich sag ja nur, wenn es soweit ist. Dann. Ja, ich werde ja den Dirk jetzt holen fahren. Okay. Aber ich schon da, du hast recht. Wir könnten. Ja, dass wir wieder ein bisschen Ausstattung haben, damit wir wieder looten gehen können. Wir müssen ja jetzt irgendwie von der Stelle kommen, ne? Ah, die Fetches nicht leicht. Weil du die Fetches und ich hol das Holz, okay, Alea? Holz? Holz. Achso, ja. Die Leichen auf der Straße, die merkt er sich, ne? Aber den verdammten Loot, den du fallen lässt, wenn du stirbst, den merkt er sich nicht. Das Wichtige, das ist da, gell? Ist unfucking fassbar, ey. Ich hab einen Rucksack gefunden. Sind dir wichtig? Was sicher meiner. Ich weiß, wo Gemüse drin ist. Quatsch. Das könnte natürlich auch hier sein. Geht so sehen. Bus. So, ich bin jetzt an der Brücke mit dem Hangman. Die lange Metallbrücke. Wo fährst du hin? Ich fahr gerade drüber. Warum? Ja, weil ich nicht weiß, wo du bist. Warum ist sie bei Warum weißt du nicht, wo ich bin? Nee, das ist nicht mehr lustig. Hilfe! Da ist ein Zombie hinter mir her. Wie trat man das Ding an? Kann man das so sagen? So. Ja. Er ist doch gar nicht mehr hinter dir her. Nicht? Nein. War noch ein Dicker, ne? Ja. Den war da so lange hinter mir her. Den können wir nicht überfahren, den Dicken. Nicht? Mhm. Aber da hängt er. Ich wollte ja nicht an. Das ist der Hangman.
Ich wollte mich plötzlich neben dir setzen. Da warst du weg. Ja, hier ist ja so ein Shop, wusste. Aber ich habe eben mal geguckt, was du da kaufen kannst. Das sind nur Skins. Da unten ist ja langweilig. Ebend. Ebend? So, machen wir. Sollen wir zu den anderen joinen? Joinen? Da müssen wir aber sterben, ne? Nee, also wir können auch bis da. So ein Dings finden, was Sprit finden und ja, ist das andere nochmal? Öl. Riemen. Herbert. Dann können wir den Geländewagen mitnehmen, weil der ist eigentlich fertig. Es fehlt nur noch Sprit und der Riemen. Und der Riemen. Tja. Der Schnee. Mhm. Das ist ein Berg. Nee, hier ist normalerweise kein Schnee. Der ist gerade erst entstanden. Ah ja, gibt's hier die Sache. Ja! Alter! Hoffentlich feuer man nicht. Eben noch, du hast das Wetter ausgeschaltet. Nee, Wetter ist nicht ausgeschaltet. Hier können wir doch Sprit mitnehmen, oder? Ja, wenn Alter. Wir eine Jerrycan hätten, ja. Also wir sterben jetzt wir von dem Monster her, wir sterben jetzt an Unterkühlung. Gut, sehr gut, gut gemacht. Ja, du hast Heatpacks, ne? Nee, ich hab keine Heatpacks. Wie kommst du drauf? Ja, du kannst aber Heatpacks mitbringen. Mitnehmen, die sind in unserer Base. Wo ist der Heatbags? Hm? Ja, Heatbags. Die sind in der Medizinkiste drin. Was tue ich mit der? Die kannst du einfach benutzen und machen die Hitze. Ja, und muss ich die einstecken oder irgend sowas? Ja, die musst du dabei haben. Ein Taschenwärmer quasi, ne? Ah. Ich habe zum Beispiel gerade eins gefunden, glücklicherweise. Ja. Alter, die steht da voll geil aus mit dem Schnee. Hm. Hilfe! Muss ich dazu machen? War nicht schlecht, wenn ich dann noch so einen Ofen mache. Nein, hier ist kein Jerrycan. Hilfe! Was denn? Lagerfeuer. Was geht nicht? Mach zu die Tür! Dann macht er die kaputt. Sei doch nicht halbert. Wirklich? Ja bitte, du musst mir schon darauf vorbereiten, dass einer kommt. Also hier ist nix. Nee, wieso, hier ist nix. Wieso kommt denn der überhaupt da einer? Hast du die hinter dir nicht so gemacht draußen? Natürlich die, nicht. Die hinteren Tür? Draußen hast du nicht so gemacht. Ja, ich hab gedacht, naja. Es hilft ja nix. Mach bitte dann drinnen dazu. Ich friere und ihr? Nö. Der Tiefpack, das hilft schon. Hab zwar 36,1 habe ich jetzt. Heatpack, also wo ist das Heatpack? Wo hast du gesagt? In der Mini-Kiste. Wo sind die? Mittlerer Packen unten. Mittlerer Packen unten, alles klar. Ah ja, da haben wir so viel. Ja, aber mehrere davon. Gut. Weiß nicht, wie lange die funktionieren, aber... Wie ist das einfach? Use. Heatpack has been applied, okay. Du bist applied, Alter. Ah, was mit meinem Huhn? Du bist der Freund, das kannst du lutschen. Das musst du gegessen werden. Kannst du lutschen? Ja. Tja, und mit diesen interessanten Worten enden wir mal die Folge. Wir danken euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Hallo und willkommen zurück beim Looting Simulator 2000. Wir versuchen gerade mal, ob wir irgendwie Öl finden. Eine Jerrycan finden. I got a Jerrycan. Ich finde Holz. Ich trinke da sicher jetzt nichts mehr. Aber hier ist hier nicht auch ein Grill hier unten an dem Haus? Weiß nicht. Die Frage ging auch an Dirk. Unterm Haus? Ja, hier am Haus. Quasi hier unter. Drum. Bist du oben drauf, was? Ich bin oben drauf. Ich hab jetzt hier keinen Grill gesehen.
Hat man schon wieder fast zur Kiste, gell? Ja, hier war kein Krell. Was haben wir denn? Walls, a kleine Wall, a kleine Wall. Please, a kleine Wall. Polamba, geht? Na, ihr werdet. Ich hab eine Schusswaffe, ja. Zumindest habe ich eine Schusswaffe gefunden. Auch wenn ich jetzt fast erfriere hier. Ist wirklich eine kleine Wall. Oder keine Jerrycan. Text, wenn man zu schnell zumacht, dann bleibt der nämlich offen. Die quietscht zwar, die blöde Tür. Ich weiß. Ja, hab mich vorher erschrocken. Echt? Ja. War so eine Art Zombie. Also hier sind noch Plugs drin und ein Reifen. Brauchst du noch Reifen? Nee, ne? Nee, nee. Tja, du brauchst aber einen neuen Reifen. Hier. Wie? Oh! Hä? Das, aber, das ist ja mal interessant. Warte, dann klaue ich den hier an dem. Zack, ich hab da schon einen neuen dran. Achso, du hast einen. Okay. Der ist noch ganz, müssen wir mal rumgucken, geht auch. Ich friere. I have called. Ja, dann muss ich lieber gucken, dass wir nach Hause kommen. Und Feuer anmachen. Mhm. Nee, hab ich schon. B, ihr braucht nur eine Lampe mitnehmen. Eine Lampe? Lampe. Der hat gerade, der Ronja hat ein Schild mitgenommen. Ist direkt gestoppt. 32,7. Ja, ich war nur kurz oben und nach meinem Huhn zu gucken. Weil es müsste schon langsam. Du musst mir runternehmen und wieder schauen. 32,4, 3. Nö, jetzt? Ist durch. Okay, pass auf, dann kommt das. Habe ich es gleich aufgedeckt. Ich gehe dabei Lamba machen. Mach das Tor auf, wir kommen. Links, rechts? Nee, ich mach's. Wir kommen jetzt über die Brücke gefahren. Ich fahr dann geschwind den Squad da noch einer. Hoppala. Hupp, hupp. Hab ich schon gesagt, dass ich Winterraffen schon aufgezogen hab? Nee, hast du noch nicht erzählt. Finde ich aber gut. Weiß ja, Safti first. Eben. Safti? Safti. Because Safti is sexy. Es ist Winter. Es ist echt voll Winter, aber überall. Das ist cool. Wackelt. Wieso bin ich denn jetzt eigentlich? Warum machst du das Tor wieder zu? Warum bin ich denn eigentlich jetzt vergiftet? Ja, bitteschön. Und hab nichts gegessen? Das kann's nicht sein. Wirklich? Ja. Unglaublich. Unverkäufbar. Ah, oh, schön. Oh, bitte. Habt ihr die Wassermacher angemacht? Nee, ich bin jetzt gerade dabei, dass ich Holz mache fürs Wasser. Da ist Holz drin. Du kannst dann mal ums Haus rumgehen. Geh mal ums Haus rum. Ja, Sekunde, ich mache lieber das Wasserding jetzt erstmal. Mir wird warm jetzt. Oh, ich glaube, ich sterbe. Hast du dich schon wieder anzünden? Ja. Aber mir ist wohl warm geworden dabei. Nee, weißt du. Du brennst ja nur, Dirk. Ah, Zombie! Warum muss der Zombie sich übergeben? Ich habe das Feuer gekotzt. Da ist eh nur das Fleisch drauf. Lass das Fleisch halt nicht verbrennen. Ich sehe nur das Fleisch drauf. Alea, lass das Fleisch nicht verbrennen. Ja, mach das doch nicht zum ersten Mal. Gut, gut, gut. Das ist noch schön rosa-weiß gestreift. Rosé. Ah, genauso wie es mag. Blutig. Blutig. Ich hab was fallen lassen. Was?
Ich, Dings und Coinledger. Ich weiß nicht, wo der hingefallen ist. Wenn es mich schön endlos ist, dann lege ich Munition rein. Ja, nützt ja nichts, wenn ich kein Magazin finde, ne? Ich bin raus. Da bist du, da machen wir uns doch eins. Alter, das ist ja kein Problem. Brauchst du für 9mm Magazin? Ja, ich gebe dir die Waffe jetzt. Müssen wir mal gucken, dass Alea mal eine Waffe kriegt hier. Ne, was brauchst du? 9mm Magazin, oder? Ich hab. Ja, crafted 9mm Long Pistol habe ich hier. Long Pistol? Ja, perfekt. Perfekt, pass auf. Dann mache ich zwei Magazine. Jetzt brauchen wir nur mehr die Ammunition dazu. So, Magazine habe ich jetzt gemacht. Das Demolition. Demolition dazu, genau. Und die Munition 9mm. Ist eigentlich schon Schnee inzwischen weg? Ja, es regnet. Das ist sicher weg, ja. Okay. Sollen wir denn mal nochmal looten fahren irgendwo jetzt oder mach mal aus? Ich bin quasi auf dem Weg, den Wagen zu holen. Dirk, Ronny, wo bist du? Ja, oben auf der Mauer. Auf der Mauer sitzt der kleine Ronny. Schaut euch den Ronny an, wie der einfach lauern kann. Ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Jetzt stehe ich vor der Haustür. Ich sag dir gerade, ich komm auf. Ah. Pass auf, warte, leg dir jetzt das Zeugs dahin. Dahin. Mich hat ein Blitz getroffen. Zweimal. Und nur zwei Schuss. So, dann zwei volle Magazine und zwei Schuss für die Langwaffen. Ah, für die Pistole. Okay. Ja, ich finde jetzt nur eins, aber. Was eins? Ah, da ist das andere. Okay. Alles da, was das Herz begehrt. La 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 la. Sehr schön. La 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 la. Also hast du gehört, Alea? Der Max hat für dich eine Waffe gebaut hier. Also eine Waffe gehabt schon, ein Magazin für die Waffe gebaut. Das ist ein 9mm Pistole. Kannst du dir aus der Kiste rechts an der Mauer rausnehmen? Ja. Dann hast du auch eine Waffe, wie gewünscht. So, also nochmal die Frage: Machen wir jetzt noch was? Also, eher nicht. Eher nicht. Ich wollte noch schnell den Dings holen gehen. Was denn? Den roten Geländewagen. Ja, gut, dann gehe ich nochmal los und. Ob ich in der Nähe die Häuser noch ein bisschen looten gehe. Weil ich vielleicht noch irgendwas finde. Eine Ausrüstung für mich. Schau, dass ich nur die Komponente von der Structure noch mache. Die ist ein bisschen scheiße gewesen. Dass ich da eine gescheitere Wahl mache. War nur blöderweise in die falsche Richtung gelaufen. Also welche ist das jetzt? Muss den Wapperfunks, weiß ich nicht. Welcher Kiste? Welche ist was weg jetzt? Waffe. Waffe, Ronny. Rechte Seite, mittlere Kiste. Das ringt ganz schön. Ich find's nicht. Linke Seite, mittlere Kiste.
Eine obere Kiste? Es kann auch obere Kiste gewesen sein, sorry. Oh Gott, das sind so viele Pistolen. Welche war das denn jetzt? Die letzte. Die letzte Pistole, das letzte Magazin und die letzte Muddy. Wenn man keine braucht, findet man sie. Voll am Regen. Aber nur draußen. Ja, ganz schön am Pissen. Bist du noch zu Hause? Ich ja. Okay, ich brauche jemanden, der mir Wunden verbindet. Wo bist du? Ich bin auf dem Weg nach Haus. Komm von oben. Also blutest du denn? Hast du Wölfe gefangen oder was? Nee. War eine Schnarke. Freunde, hörst du kurz zu, bitte. Mhm. Ich hab da bei den Wasser Purifier hab ich 4 Kanister hingegeben. Die sind voll mit schmutzigem Wasser. Damit kann man diese Ding wieder befüllen, gell? Okay. Also nicht trinken. Das ist nicht sauber. Das ist radioaktiv. Also, und das gehört in die Purifier rein. Okay. Supi.
bisschen mehr Platz in meinem Invi. Und selbstgemachten Rucksack ist ja immerhin etwas wert, ne? Hast du recht. Absolut. Also für die Zukunft können wir uns auf jeden Fall merken. Was denn? Samensetz, also vorne einsehen, nur am Anfang des Spiels. Wieso? Ja, weil so oder so, wenn man neu draufkommt, so oder so alles wieder verdorben ist. Also wenn jetzt dann die Dinger wieder spawnen, dann können wir es lassen. Also die spawnen, weil jedes Mal die Sucherei, das ist ja sinnlos. Ja. Du achtest darauf, dass wirklich halt alles aus ist. Ja. Und dann, naja, dann müssen wir schauen. Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären, also definitiv nicht. Komisch, gell? Von den Racks brauche ich, ne? Ja, fürs Bett. Ja. Mhm. Naja, außer du lockst dir normal aus, das brauchst du nur dann, wenn du stirbst. Wenn du normal auslockst, brauchst du das nicht. Nee, ist klar, aber ich werde das auch heute nicht mehr aufsetzen. Aber fürs nächste Mal. Ja, ich mach's halt auch nicht mehr. Ja, yeah, macht doch keinen Sinn. Wer weiß, ob es dann wieder weg ist, weißt du? Ja, damit kalkuliere ich ja schon, ne? Wenn das. Nächstes Mal müssen wir Eisen farmen gehen. Und Sulfat. Eisen? Und Sulfat. Sulfat. Und Leid. Elefant. Weil dann können wir wieder Munition bauen. Ja? Aber wichtig ist, dass das Salz wieder in der Küche ist. Und jetzt? Ja. Wo sind die Matches jetzt? Hat irgendwer von euch Streichhölzer genommen? Ja, ich habe Streichhölzer genommen, um die Öfen anzuziehen, zünden. Gibt's ja nicht, wo sind die jetzt hin? Passt schon. Haben wir sie schon alle weg oder was? Haben wir keine mehr? Nein, wir haben sechs wieder reingelegt. Da habe ich gewusst, dass im Frühjahr welche drinnen waren. Ach so, okay. Wo sind die jetzt hin? Ja, da waren mal so viele Streichhölzer drin. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das die letzte Packung war, sonst hätte ich natürlich was gesagt. Ja, das ist überhaupt kein Problem, weil die macht man sich ja dann mit den Dingen selber, ne? Diese Fire Drill. Was brauchst du? Zwei Stickball und ein Hedge. Vergiss es. Wir machen uns aber geschwind. Hätte schon mehr gar keine. Okay, das nächste Mal dann. Ah,
Also ereignislos wie das heute war, müssen wir uns überlegen. Ja, ihr könnt euch schon mal Gedanken dazu machen, ob es nicht sinniger ist, dass wir dann am Sonntag anstatt Empyrean Miscreated nochmal aufnehmen. Aber müsst ihr wissen. Willkommen Wurscht. Also statt Empyrean, oder? Ja. Weil es sind heute eigentlich nur 3 Folgen zusammengekommen und deswegen. Ich weiß gar nicht. Ja, können wir schon machen. Du hast ja nur gesagt, du hast nur 4 Wochen, oder? Von Empyrean, ja. Von Empyrean habe ich definitiv eigentlich noch genug, deswegen. Ja, ja. Wäre das jetzt kein Verlust, wenn wir sagen. Ja gut, dann machen wir was anderes, ne? Ich bin jetzt selber nur beim Überlegen, was sagst du jetzt noch einmal wegen Rising World? Ich habe heute angekündigt, dass ab nächste Woche auf unserem Kanal ist. Mhm. Okay. Also schriftlich habe ich es angekündigt. Ja. Ja. Ob das dann passt nächste Woche, weil nachher werde ich morgen und übermorgen, glaube ich. Ne, morgen habe ich schon. Für übermorgen die letzte Version von Chernobyl Light machen. Ja. Weil sie läuft wirklich nicht gut. Habe ich mal angeschaut, ne? Nö, hat sich auch da nicht mehr erholt. Das ist nur ja, noch 4. Empyrean fällt inzwischen ja auch ab. Also. Ja. Ne, morgen wäre ja dann die letzte Folge von Chernobyl Light, genau. Ja. Ich also mache. Sonntag, oder? Hm? Sonntag. Nee, morgen schon. Nicht Sonntag. Morgen ist schon die letzte. Ja, dann brauchst du keine. Ja, okay, nee, dann müsstest du ja noch eine, weil du keine Verabschiedung gemacht hast, ne? Ja. Wurscht, dann mache ich Sonntag noch eine und dann verabschiede mich damit. Ja. Kommt nicht drauf an. Kannst du machen. Ja. Und ab nächste Woche dann Rising World. Genau, da müssen wir dann halt nur ein Intro für machen. Ah ja, nicht vergessen. Reden wir da noch drüber am Sonntag eventuell? Ja, ja, ich weiß nicht, wie das Original-Intro ist, ob du irgendwie da was draus machen kannst. Ansonsten. Bei Rising World gibt es kein Intro. Also gibt's keins, so okay. Ja, ansonsten, ich wollte so oder so heute noch im Anschluss dann noch die beiden neuen Intro für Miscreated und für Hand schicken. Die habe ich jetzt auf der Handmelodie basierend gemacht. Okay. Und habe beide identisch. Und theoretisch könnte man natürlich auch hingehen und dann einfach Logo austauschen, Schriftzug korrigieren und dann hätte man quasi für Rising World direkt. Wie lang ist das Musik-Intro? Das weiß ich jetzt nicht. 9 Sekunden, 10 Sekunden, glaube ich. Okay, ja, es passt. Passt wunderbar. Ist ja. Wurscht, können wir hernehmen. Gesundheit. Bon Tee. Dankeschön. Können wir hernehmen, war ja egal, ne? Ja, ich hätte jetzt nicht die Melodie von Chernobyl Light genommen, weil dann denken die Leute, oh, jetzt kommt Chernobyl Light und machen direkt wieder aus, weißt du? Deswegen hätte ich die Melodie von Hand dann genommen. Zwar haben wir dann dreimal dasselbe Intro, zugegebenermaßen. Das war ein generelles Intro. Ein Intro für alles, ne? Ja. Das wäre nicht schlecht. Was denn dann einfach nur mit einem Schrift austauschen, halt, dass man sagt, okay, jetzt kommt halt das Spiel, ne? Ja. Also so ist es jetzt auch gemacht, ne, quasi. Das, einfach nur das Logo ausgetauscht, ne? Ja. Na dann. Also ich logge mir jetzt aus. Alles klar. Ja, dann verabschieden wir uns auch von den Zuschauern an der Stelle auf jeden Fall. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich denke, wir werden wirklich dann am Sonntag nochmal ein paar Folgen aufnehmen. Damit ihr auch was zu gucken habt, werde ich nochmal in die Planung reingucken, wie viele Folgen schon vorhanden sind. Müssen wir mal sehen. Von Empyrean sind eigentlich genug Folgen vorhanden, aber auf der anderen Seite wäre es blöd, wenn es jetzt schon 2 Wochen hintereinander ausfällt. Man muss ja immer alles miteinander abwägen. Ne? Also, ja, auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen und ja, wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von Miscreated. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.
Ciao mit V.